Wir müssen gucken, dass wir nur so ein bisschen rausnehmen und dass wir dann ganz schnell die Schraube wieder reintun. Handwerk, Handwerk. Guck dir das mal an hier. Oh ja. Schön ein bisschen süffig. Und es gibt auch was zu gewinnen, denn wir verlosen so ein cooles Beachpack von Motul. Das haben die mir mitgeschickt. 21. Jahrhundert. Super, oder? Wirklich, wir werden hier richtig Erlebnis-Zoo-Park. Die 31 Cent für den Peilstab hat man sich einfach gespart. Nicht geil. Dann reißt der Ölfilm wahrscheinlich ab und dann ist tot. Das ist so, wenn du irgendwie 1 oder 2 Liter zu viel drin hast. Ich hatte 5. Wir haben die Laborberichte da. Ich sitze jetzt hier, weil Malte schon im Urlaub ist. Du bist sozusagen die Urlaubsvertretung von Malte. Alter. So. Big Uff. Also diese Brille könnte euer sein. Und dazu gibt es diesen Rucksack. Könnt ihr gewinnen, schreibt da einfach in die Kommentare unten rein. Ja, Hashtag. In diesem Sinne, raus aus der Rille. Also dranbleiben. So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werden wir an dem 530 XD von Simon die Betriebsflüssigkeiten wechseln. Wir werden das Motoröl tauschen, das VTG Öl, Differentialöl. Wir gucken uns einmal das Kühlwasser an und wir machen einen Test mit der Bremsflüssigkeit. Und wir nehmen Proben von den meisten Ölen und schicken die ein zu der Firma Ölcheck. Also bleibt dran. Wir fangen an mit dem Motoröl. Da werden wir als allererstes die Probe entnehmen, weil wir danach das Engine Clean einfüllen. Ich muss dann ganz kurz gucken, wo wir das haben. Ah, hier. Genau. Denn das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Hier. Das ist für Benzin- und Dieselmotoren. Hier, der Motorreiniger kann in allen Otto- und Dieselmotoren auch mit DPF eingesetzt werden. Das füllen wir ein. Bevor wir das Altöl ablassen, lassen das dann 15 Minuten laufen. Dann werden schön die Verkrustungen gelöst. Dann kommt die ganze Plörre raus. Da wir aber eine Altölanalyse im Labor machen wollen, darf das natürlich vorher nicht drin sein. Deswegen müssen wir jetzt einmal ganz kurz gucken. Jan, wir müssen gucken, dass wir nur so ein bisschen rausnehmen und dass wir dann ganz schnell die Schraube wieder reintun. Das kriegen wir hin, ne? Okay, alles klar. Und dann machen wir den Ölwechsel und alles Weitere. So ein Ölwagen, ne? So ein Ölablasswagen ist auch was ganz Tolles. Da habe ich früher auch immer von geträumt, von Bühne und von einem Ölwagen, weil das brauchst du ja einfach. Hast du schon mal einen Ölwechsel gemacht ohne so einen Wagen, Timon? Ja. Das ist immer eine Sauerei, ne? Es ist immer Sauerei. Man fängt an, kreativ zu werden in den Sachen, wo man das ablässt. Ja, 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 genau. Und es ist halt auch wirklich, ich glaube, der ist hier nicht ganz dicht, Jan. Das müssten wir nochmal uns angucken vielleicht. Es ist auf jeden Fall immer eine Hampelei und ich sag mal umwelttechnisch auch nicht ganz so korrekt. Auch hier so eine blaue Rolle, ne? Das ist schon geil. Das ist schon cool, wenn man sowas hat. Sag doch mal, was du jetzt hier machst. Ich? Ja. Ich löse die Ölschraube jetzt gleich. Und wo sitzt die? Oh, die sitzt hier. Na, guck dir das mal an hier. Oh ja. Schön ein bisschen süffig. Wird aber alles sauber gemacht. Alles klar. Alles, ne? Wir dürfen ja hier auch keine Rückstände drin haben. Kein Wasser oder so. Nachher versauen wir uns den Laborbericht. Okay. Bereit? Ja. Du fängst die Schraube auf, ne? Ja, ich gebe mein Bestes jetzt gleich. Ja, pass mal auf. Es kann jetzt gleich losgehen. Ja, das geht doch. Reicht? Nee, mehr. Viel mehr. Mehr, viel mehr. Tu rein, komm! Junge, Junge! Ja. Ich brauch mehr. Das ist ein bisschen. Mach zu. Ja, also das geht mit Sicherheit eleganter. Das kann man wahrscheinlich auch viel besser machen, indem man es absaugt oder oben über den Ölfilter, wenn man es da sich rausholt. Ja, das ist jetzt nicht so das Eleganteste und Sauberste, aber jetzt haben wir hier unseren Schluck und jetzt gehe ich mal ganz kurz die Pfoten waschen und dann sprechen wir uns gleich wieder. Ihr kennt die Firma, wir haben ja schon damals, als Motul bei uns war, am M5 haben wir das ja gemacht mit der Ölanalyse. Mit dem M5 habe ich es jetzt neulich schon wieder gemacht, das kommt in einem anderen Video, wenn es um den Motor geht. Das ist die Firma Ölcheck und dort kann man Proben bestellen. Also deren Job ist es, oder die betreiben ein Labor und dort kann man alle Arten von Schmierstoffen zur Analyse einstellen. Jetzt unser Fall, PKW ist jetzt ein Spezialbereich von denen. Der ist natürlich, ich sag mal, relativ simpel. So, du machst eine Altölanalyse, gerade bei Oldtimern machen die das wohl gerne. Also wenn jetzt wirklich ich hatte da mit jemandem telefoniert, der hat mir eine Geschichte erzählt von einem Ferrari F40, da eine Ölanalyse regelmäßig zu machen, um zu gucken, ob irgendwas kaputt geht. Bei unserem M5 konnten wir halt auch schon so ein paar spannende Sachen sehen, mit dem Siliziuminhalt und so, mit dem Wasser, um da mal so ein bisschen vorzugreifen. Man kann natürlich auch alle anderen Betriebsstoffe analysieren, um einfach zu schauen, welche Inhaltsstoffe sind da und gibt es Verschleiß. Ja, aber der wirklich interessante
Bereich und Einsatzzweck, wo solche Ölanalysen gemacht werden, sind in der Industrie. Und immer dann, wenn Maschinen laufen und nicht angehalten werden sollen, also immer wenn eine Maschine irgendwo stehen bleibt, dann kostet das ja richtig Geld für den Betrieb, weil die Maschine kein Geld verdienen kann. Und da werden halt Ölproben im laufenden Betrieb entnommen und dann wird die Analyse gefahren und dann wird geguckt, okay, wann müssen wir unseren Ölwechsel machen, ist es noch gut oder sollten wir jetzt langsam einen Ölwechsel machen, weil irgendwelche Zusammensetzungen da sind. Und dann ist, ich sag mal, der Betrieb, der läuft dann einfach reibungsfreier. Und das Gleiche wird auch zum Beispiel gemacht bei Windkraftanlagen und bei Lokomotiven, also wirklich bei ganz verrückten Einsatzgebieten. Ich finde das hochgradig interessant und spannend. Ich würde da super gerne mal hinfahren und mir das mal erklären lassen. Und die haben auch wirklich für jeden Bereich, ihr könnt das auf der Internetseite nachgucken, ich packe das unten in die Beschreibung rein, auf der Internetseite könnt ihr nachgucken, welche Bereiche die haben. Und die haben für jeden Bereich einen Ingenieur. Ja, einen richtigen Profi. Und wir haben auch, ich glaube, zwei Profis für den Bereich PKW. Und es ist nicht nur Diesel oder Otto, sondern wirklich komplett PKW. Und dann bekommst du ja diesen Analysebogen. Und dieser Ingenieur guckt sich das an. Der guckt sich jeden Bericht an und schreibt dazu so einen Dreizeiler. Ja, der analysiert kurz und knackig eben, was mit dem Öl ist. Ja, das ersetzt natürlich jetzt keinen Motorenbauer oder in unserem Fall auch nicht, ersetzt es auch nicht, dass man den Motor aufmacht. Es ist halt immer nur, ich sag mal, auch wenn man es über die Jahre macht, ist das so ein Vergleich, wo man einfach dann ein paar interessante Statistiken erheben kann und sich auch eine Veränderung angucken kann. Ja? So ein Kit kostet, ich glaube, um die 150 Euro. Das könnt ihr bei Amazon kaufen. Mache ich euch auch einen Link rein. Ja? Dann nehmt ihr halt so eine Probe, vielleicht ein bisschen sauberer, als wir das gerade gemacht haben. Und dann zeige ich euch, wie das geht. Dann bekommt ihr hier so ein schönes Kästchen mit ganz viel Inhalt. So, und da sind jetzt hier zum Beispiel drei verschiedene Probengläser drin. Das hier müsste die für das Kühlwasser sein. Und das ist wahrscheinlich einmal Motoröl und VTG-Öl. Ich wollte eigentlich auch das Differentialöl machen, aber wir machen auf jeden Fall VTG, weil das ist super interessant. VTG, das Öl wurde wahrscheinlich noch nie gewechselt und da bin ich super gespannt, was da so drin ist. Motoröl ist klar, Getriebeöl ist bei dem Auto ja schon gewechselt worden und Wasser. So, das hat verschiedene Farben, so ein Kit. So, dann füllt ihr das auf und dann gibt es hier diese Beutelchen. Ja, dann kommt das hier rein. Kommt das hier in so einen Versandbeutel, einfach diese Pulle kommt hier rein. Und dann müsst ihr hier noch so einen Zettel ausfüllen mit den Daten, mit den Angaben. So, was ist jetzt für ein Öl drin gewesen? Wie lange bist du das gefahren? Wie viele Kilometer sind dazwischen gewesen? So, damit der Ingenieur das dann auch so ein bisschen einschätzen kann. Und dann gibt es hier schon so ein UPS-Rücksendelabel, mit dem du dann das alles einfach zurückschicken kannst. Ist jetzt nicht billig, ne, so ein Kit. Aber ich finde, das ist eine runde Sache. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man so ein Auto oder so einen Motor hat, den man so ein bisschen begleiten will und wo man auch einfach vielleicht mal ja, ein bisschen tiefer einsteigen möchte. So, dann packen wir unser erstes Pröbchen aus. Und jetzt versuchen wir das hier mal so sauber wie möglich. Ja, hat gar nicht geklappt. So, ich glaube, das ist die Menge, die man braucht. Das kann man gleich auch recht fest verschrauben. Das läuft auch nicht aus oder so. Es sei denn, man kriegt es nicht hin, das so richtig schön einzufüllen. Das letzte Mal hat das geklappt, als die Kamera nicht lief. So typischer Vorführeffekt. Das wird richtig fest verschlossen und dann kommt das an, dann kommt da gleich so ein Kleber drauf, so ein Barcode, das kann ich euch nochmal zeigen, wenn wir es fertig machen. Und dann geht das zu der Firma ins Labor und das dauert wirklich, ich glaube, 24 Stunden. Du schickst das dahin, es kommt an und nach 24 Stunden hast du das Ergebnis. Das ist eine super geile Sache. So, wir lassen jetzt den Wagen runter, füllen das Engine Clean ein, wir sind gleich wieder da. Ich habe es gerade nochmal durchgelesen und alle hier so, was? Die ganze Pulle? Ja, ein Liter. Und ich lese es noch mal ganz kurz vor, was hier draufsteht. Ja? Vor jedem Ölwechsel eine Dose Engine Clean dem gebrauchten betriebswarmen Motor und Öl zugeben. Motor im Standgas 15 Minuten laufen lassen. Öl- und Filterwechsel durchführen. Engine Clean kann problemlos dem Altöl einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden. Also das kippen wir jetzt rein. Komm mit. Simsalabim bam ba saladu saladim. So, bitteschön, hier. Oh, da ist noch ein Döpsel drin. Nice. Könnte auch ein Energy-Drink sein, ne? Bitte nicht trinken, ist hochgiftig. Schätze ich mal für den menschlichen Körper. Ich sehe es schon wieder kommen. Ich, Baselkopp, werde das jetzt wahrscheinlich wieder... Oder warte! Ah, ich habe eine Idee. Dafür habe ich hervorragende Sachen gekauft. Hier, guck dir das an. Ein Trichter. Hervorragende Sache. 21. Jahrhundert. Super, oder? Lecker, 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 lecker. Hast du schon mal probiert? Nachher schmeckt das so? Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so verträglich. Ich wurde gerade gegen Covid-19 geimpft. Wenn ich das dazu gebe, dann wer weiß, gegen was ich dann noch geimpft bin. So, bitte verschließen und Motor starten.
Und wir stoppen die Zeit. 15 Minuten lassen wir den Motor jetzt laufen. Und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Warte. Wirklich, wir werden hier richtig Erlebnis-Zoo-Park. Irgendwas. Ja, das ist Abenteuer CFD. Der kann einfach demnächst mit unserer lackierten Spinne kämpfen. Richtig. Ja, kurz bevor wir anfangen mit dem 530D, mit dem Öl, möchte ich euch von meinem neuerlichen, epischen Fail erzählen. Ich bin ja Freund von Wahrheiten und ich sage ja immer ganz klar und deutlich, was ich kann und was ich nicht kann. Und ja, Fehler passieren, ne? Also gebe ich auch ganz offen zu. Fehler passieren und da bin ich ehrlich und bin ich mir auch nicht zu schade, das mit euch zu teilen. So, was ihr hier seht, das ist der W211 von mir und meiner Frau, unser Privat-Kfz, E320 M112 Motor. Das Auto bin ich jetzt in den letzten Wochen gefahren und bin dabei, so ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Das Auto wurde 3 Jahre hier als Kurzstreckenwagen benutzt für Kind und Kegel und dadurch, dass der M5 jetzt kaputt ist, wir wollen ja bald in Urlaub fahren, wieder mit Anhänger, brauche ich halt ein anderes Zugfahrzeug und dafür nehmen wir das Auto hier. Und dann stand auch ein Ölwechsel an. Ja, da habe ich hier, weil wir gerade bei Öl sind, ja, habe ich hier das allerfeinste Öl genommen. Ich habe mit Motul telefoniert und habe gesagt, guck mal, ich habe hier so einen W211, da kommt normalerweise 5W40 rein. Was soll ich da nehmen? Also das Richtige hatten die nicht auf Lager, das normale Öl mit Herstellerfreigabe. Und dann hat er gesagt, ja, guck mal hier, das gibt auch einen 300V, das ist halt besser als die Standardöle. Hat aber deshalb keine Herstellerfreigabe, weil die Zusammensetzung eben besser ist. Wir haben uns da für ein 10W40 und nicht für ein 5W40 entschieden, weil die Scherkräfte oder die Scherstabilität ist bei dem Öl noch ein bisschen höher als bei dem 5W40. Und dadurch, dass wir halt, ich kann es ja einfach offen sagen, wir fahren nach Sardinien und da ist halt sehr heiß. Und mit so einem 2-Tonnen-Anhänger hinten dran bei so einem Saugmotor könnten da auch schon mal Temperaturen entstehen. Deswegen habe ich dieses wunderschöne, tolle, ich weiß gar nicht, was es kostet. Timon kann es einblenden, ja? Was ein so ein Kanister kostet. Habe ich da eingefüllt, ne? Hier schön mit Filter auch neu, so wie es gehört. So, pass auf. Erste Geschichte. Bei Mercedes hat man sich gedacht, Ölablassschraube, die machen wir nicht nach unten. Also, dass die nach unten guckt, so wie bei jedem BMW das, glaube ich, der Fall ist. So, dass man die aufdrehen kann und es kommt einfach runter. Nein, die ist seitlich. So. Und dann machen wir die auf und ich stelle den Wagen schon so ein bisschen, den Ölwagen, wir haben ja hier diesen, da, den Ölwagen, so ein bisschen, hier unser Ölwägelchen, so ein bisschen stelle ich ihn nach hinten, denke mir, ja, okay, drehe die Schraube raus und es schießt raus über den Wagen hinaus und so bestimmt 1,5 Liter Ölparty hier auf dem Boden. Richtige Sauerei bei 35 Grad hier in der Halle. Oh, Schockgüsel, richtig, richtig gut, lecker. Ich konnte mir nichts Geileres vorstellen, okay? Okay, kein Problem, alles sauber gemacht, überhaupt kein Problem. Wieder Schräubchen reingemacht, Öl eingefüllt, alles cool. Dann haben wir bei dem Auto das sogenannte Wück-Ventil gewechselt im Getriebe. Das ist die Wandler-Überbrückungskupplung, weil wenn das Auto steht im Leerlauf an der Ampel, dann rappelt das so. Und dieses Ventil ist dafür da, um den Wandler, das Getriebe vom Motor zu trennen. Nur so jetzt ganz grob gesagt, wenn das jetzt irgendwie falsch war, korrigiert mich unten in den Kommentaren, ja? Dafür musst du unten die Ölwanne abnehmen. Und dann musst du die EHS, heißt es, glaube ich, ja, so eine Platine, das ist so eine Steuerplatine mit den ganzen Ventilen, musst du rausnehmen. Das geht alles richtig schön, richtig fluffig, ja. Rausgenommen, sauber gemacht, war richtig schön. Wurde, glaube ich, noch nie gewechselt. Der Wagen hat 270.000 gelaufen. Wurde noch nie gewechselt, alles schön dreckig, damit alles sauber gemacht. Ventil gewechselt, kosten 70 bei Mercedes. Alles tippitoppi, wirklich. Neuer Ölfilter rein, neue Schräubchen unten, Dichtung, alles für Mercedes, ja. Schön eingebaut. Und dann Getriebeöl. Ich habe von Motul 20 Liter Getriebeöl geholt nach Mercedes-Freigabe 236.14. Habe ich mich nicht lumpen lassen. Es gab leider keine 1 Liter Dosen mehr. Da kommen nämlich irgendwie, ich weiß nicht, 4 Liter ungefähr rein, wenn man den Wandler nicht ablässt. Die haben dann mir aber, konnte ich nur so ein 20 Liter Fass holen. Ja? So, pass auf. Jetzt haben wir hier, das hier ist der Luftfilter. Ne? Der sitzt hier so drauf. Ich leg den jetzt einfach mal hier so mal so hin, so, ja. Hier sitzt die Abdeckung und ich nehme sie jetzt wieder runter, ja. Da hinten seht ihr so ein Pinöpsel. So ein Pinöpsel mit so einer roten Kappe. Und
Das Schöne bei Mercedes, es gibt ja wirklich Sachen, ich bin ja kein Hater, ne? Es gibt Sachen, die sind hier wirklich gut gemacht. Die sind zum Beispiel, ich habe ja nur den Vergleich mit BMW, es gibt Sachen, die sind besser gemacht als bei BMW zur Wartung, zur Reparatur. Guck mal, wie viel Platz hier noch ist, ja? Digga, hier ist ein Sechszylinder drin und du kannst hier noch wohnen. Gar kein Problem. Coole Sache. Getriebeöl, um Getriebeöl einzufüllen, haben die ein Rohr. Ein Einfüllrohr von hier oben. Coole Sache. Bei BMW musst du da mit dem Haken unten am Getriebe ran. Ja, ich mir ein paar Videos vorher angeguckt, alles cool, ne? Und dann so Öl einfüllen, Rohr hinten am Motor. Ich so, ja klar, alles klar. Da einfüllen, ne? Ja, ich da schön 4 Liter reingefüllt, Motor angemacht. Getriebe geht nicht. Also er schaltet nicht. Gehst in R oder in D, Räder drehen sich nicht. Ich so, okay, hast was kaputt gemacht innen drin, weil war ja mit Leiterplatine und all so ein Kram. Ich nochmal 1,5 Liter nachgekippt, weil ich dachte, vielleicht war es ja auch zu wenig. Ja, vielleicht hat der Wandler nicht genug Öl. Angemacht, fährt nicht. Ich völlig konsterniert ausgemacht, ausgestiegen, nochmal ein bisschen rumgeguckt und dann so lese ich so die ersten Berichte, so ja, manche füllen auch das Getriebeöl in den Motor. Ich so, hä? In den Motor? Ich fülle das Getriebeöl doch nicht hier in den Motor ein. Bin euch behindert. So, Leute, jetzt kommt's. Dieses Auto war, glaube ich, eines der ersten Autos. Was ist hier los? Feuerwehrparty? Danke. Dieses Auto war eines der ersten bei Mercedes, das eine elektronische Ölstandsmessung durchgeführt hat. Aber nur für den Kunden. Denn in der Werkstatt hat man sich gedacht, hey, da ist es viel cooler, wenn wir immer noch einen Ölpeilstab haben. Und das hier, meine lieben Damen und Herren, ist ein Ölpeilstabrohr. Ja, hier ist kein Peilstab drin, hier ist so ein Nupsi drin, weil man sich die 31 Cent für den Peilstab hat man sich einfach gespart. So ein Schütt füllt einfach hier in dieses Rohr, weil es auch hier oben, weißt du, das war das Einzige, was zu sehen war. Und es ging richtig gut mit Trichter, schön 5,5 Liter Getriebeöl in den scheiß Motor und lässt den scheiß Motor auch noch laufen. Timon lacht sich schon kaputt. So, jetzt guck hier, daneben, da ist der Nupsi. Siehst du ihn? Warte, brauchst du Licht oder geht das so? Da ist der richtige Nupsi für das Getriebe. Da, ich hol mal Licht, warte, Kurva, ich hol Licht. Da kommt das Getriebeöl rein. Ja. Nicht da. Und keiner in den ganzen Videos, ne, ein Video war so richtig geil, hat er alles gezeigt und dann sagt er so, ja, ich zeig euch gleich noch, wo das Öl reinkommt und dann war das Video zu Ende. Ja, cool, geil. Also, dann habe ich den Wagen, man hätte das einfach Auto hochfahren können und noch mal gucken können, wo geht dieses Rohr hin? Habe ich dann gemacht. Dann sieht man nämlich, das geht nicht ins Getriebe, das geht einfach in die Ölwanne. Cool, ja? Das hätte man vorher machen können, habe ich nicht, habe ich gepennt so. Das Problem ist halt wirklich, also ich meine, jetzt kommen wir halt zum Ernsten, das ist halt nicht geil, ne? Ich meine, ich habe jetzt hier einfach, was weiß ich, was das für eine Viskosität ist, 75 W irgendwas, gemischt mit meinem geilen Chronoöl und 6 Liter, also 5 Liter zu viel. Gut, wir sind jetzt nicht gefahren zum Glück, ne? Wir haben den Wagen hier stehen lassen, ich habe nur einmal angemacht, ein bisschen versucht zu fahren, wieder ausgemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass das kaputt ist. Getriebe war natürlich leer, ja, war nur 3 Liter drin statt 8. Auch nicht cool. Also wirklich, also natürlich massive Dummheit von mir. Ich hoffe, beides funktioniert noch. Ich hoffe, beides geht nicht unterwegs kaputt. Der Typ mit dem E500 auch geil, ne? Er schreibt mir dann so, ja, ich sag, was hast du gemacht? Ja, ich hab halt 3 Liter eingefüllt, so, der hat die Dichtung gewechselt unten, ne? Ich hab, ich hab dann eingefüllt, da, wo du auch eingefüllt hast, und ich so, ja, und was jetzt? Ja, ich bin gefahren nach Hause. Ich so, wie, du bist gefahren? Ja, klar, mein Getriebe schaltet nicht mehr richtig, rutscht nur noch. Ich so, Digga, dein Ernst? Ich mach den Motor nicht mehr an. Weil ich meine, wenn du zu viel Öl einfüllst, ne, steht hier drauf, hier, da, bei, warte, ich mach's ab. Ich mach's für euch ab. Hier ist alles richtig schön sauber auch. Da. Ne? Bei Ölstand über Max. Gefahr von Motorschäden. Es steht hier drauf. Ja, auf Deutsch und auf Englisch. Wenn du zu viel Öl einfüllst, dann hast du, gibt's verschiedene Risiken, aber ich glaube, eine der schwerwiegendsten Sachen ist, dass die Kurbelwelle dann anfängt, im Öl zu schlagen und dann gibt's Ölschaum. Ölschlag oder wie das heißt, nicht geil. Dann reißt der Ölfilm wahrscheinlich ab und dann ist tot. Das ist so, wenn du irgendwie 1 oder 2 Liter zu viel drin hast. Ich hatte 5. 5. Und er hat auch 4. Und dann auch ein Öl, was wirklich gar nicht da reingehört. Weil ich meine, Getriebeöl, überlebt mal 75 W. Das soll ja einfach nicht heiß werden. Ja, hier kommt 5 W rein. Also ich meine, man hätte hier wenigstens auf diesen roten Nupsi, hier hätte man irgendwas drauf machen können. Ne? Also hier hätte man hätte hier irgendwas draufschreiben können. Irgendwie, was weiß ich, irgendwas. Aber nein. Ja, genau, Mercedes. Also gut, okay. Gut, das wollte ich euch nur einmal mitteilen. Das war so episch, ich wirklich gestern,
Abend, ich bin nach Hause gefahren, habe mich in mein Schwimmbecken gelegt und dachte mir, yourself, ey, ohne Witz, weil das ist richtig ärgerlich, ne? So richtig so, weil ich meine, ich brauch's Auto und könnt ihr es nachempfinden? Könnt ihr mitfühlen, ja, ne? Also es ist, fühlen alle mit. Also es, oder? Ich meine, es ist so richtig stupid, so richtig ärgerlich und es ist auch noch richtig gefährlich. Und ich habe den ganzen Tag hier gestanden und das gemacht, ja? So richtig mit Liebe. So wie man das macht, mit Liebe und so richtig ordentlich und so. Und dann machst du so einen kleinen Mini-Fehler und es entscheidet über, ey, Totalschaden. Scheiße, alles klar. Jetzt geht's um den 530. Da geben wir uns, oder da haben wir uns auf jeden Fall richtig viel Mühe gegeben. Der fährt auch, der fährt tipptopp. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt ist ja, Pump hab ich abgelassen, ne? Ölschraube gelöst. Da kommen dann erstmal 13 Liter kamen mir entgegen. Hier, das Ding ist auch jetzt voll, fast. Es war also ein Drittel voll, jetzt ist es fast voll nach unserer Aktion. Das hat auch richtig schön gestunken. So eine Mischung aus Chrono und Getriebeöl. Ja, jetzt werde ich zweimal spülen. Der neue Hengst, der kommt jetzt da raus. Da kommt dann jetzt ein neuer Filter rein. Und dann habe ich mir beim Zubehör so eine Hausmarke Öl geholt. Das kommt jetzt da rein. Dann lasse ich einmal 20, 30 Minuten im Leerlauf laufen. Dann kommt die Piste direkt wieder raus. Dann kommt ein neuer Filter rein. Nochmal Hausmarke Öl. Dann fahre ich damit 3-4 Tage. Und dann mache ich nochmal Ölwechsel mit Original Mercedes Filter. Und nochmal Chrono. Und jetzt springen wir ganz kurz. Ich hoffe, nachher kommen die Analysen vom Altöl. Und dann sehen wir uns nochmal wieder. Ja? Und es gibt auch was zu gewinnen, denn wir verlosen so ein cooles Beachpack von Motul. Das haben die mir mitgeschickt. Das ist, zeige ich euch nachher. Ja? Also dranbleiben. Weiter geht's mit einer kurzen Unterbrechung zum letzten Mal. Das hört ihr auch an meiner Stimme. Ist immer noch ein bisschen belegt. Also der Wagen, wir haben ja hier das Motorenöl gewechselt, das Jute Motul reingetan und jetzt geht's dem VTG an den Kragen. Da mussten wir noch etwas bestellen und der Jan hat hier schon mal alles vorbereitet. Ja, ein paar Worte zum VTG vorab. Das VTG hat eine Kupplung, eine Mehrscheibenkupplung, die quasi den Allradantrieb schaltet, ja, dazu schaltet. Und das Ganze wird mit einem Stellmotor gemacht und dann gibt es eine Kupplung. Das Ganze wird so ein bisschen in Öl gebadet. Da sind 0,52 Liter ja, Getriebeöl drin. Das Öl ist das gleiche wie in einem Doppelkupplungsgetriebe. Das heißt zumindest DCTF von Motul. Und BMW sagt, das ist für immer. Das ist Long Life. Ja, quasi für die Lebensdauer. Gut, Lebensdauer ist jetzt ein echt schwammiger Begriff. Wahrscheinlich möchte BMW, dass das nicht so lange lebt. Das ist auf jeden Fall ein Grund für das Sterben dieser Verteilergetriebe, denn diese Verteilergetriebe sind die Krankheit von diesen X-Drive-Modellen. Die gehen gerne kaputt neben den Antriebswellen vorne. Wobei die Antriebswellenproblematik, glaube ich, eher bei der F-Serie besteht. So, das heißt, ein VTG-Ölwechsel bietet sich hier immer an. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Man kann da nichts falsch machen. Es ist nicht nur so, dass BMW gesagt hat, das Öl muss niemals gewechselt werden. In dem Ding gibt es auch keinen Filter. Es gibt keinen Ölfilter und es gibt auch keinen Magneten. Ja, das heißt, Ölspäne, Abrieb an der Scheibe bleibt dafür immer drin. Und diese Kupplung ist ja eine Mischung aus Organisch und Metallscheiben, schätze ich mal. Ich habe sie jetzt nicht in der Hand. Eine Kupplung halt, wie sie halt funktioniert, die reibt sich ja ab nach 300.000 Kilometern. Ne? Die hat ja Abrieb einfach. Und der ganze Suppe, die hängt dann da im Öl. Ich bin super gespannt, was bei der Ölanalyse rauskommt. Was man auch machen sollte, ist diesen Motor neu anlernen, den sogenannten Kisspoint neu anlernen, weil die Scheibe ja, oder die Scheiben, die Kupplung wird ja immer ein bisschen dünner. So, und dann greift die nachher nicht mehr so richtig. Also, das machen wir jetzt. Hier ist die Ablassschraube. Kannst du hier das einfangen? Die haben wir gerade schon mit viel Liebe, haben wir die frei bekommen. Und hier oben, da ist die Einlassschraube. Das Ganze muss hier gestützt werden, weil hier sitzt ein Halter, dass das ganze Getriebe hier hält. Da ist der dicke Bollobolzen, ein Riesenteil. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das abgelassen bekommen, Jan. Wir müssen ja vor allen Dingen auch... Ah, du hast schon. Ist das richtig, richtig trocken? Da darf gar nichts mehr drin sein, sonst haben wir nachher Wasserrückstände in unserer Ölanalyse. Das wollen wir nicht. Das könnte hier auf jeden Fall schwierig werden. Jan, ich glaube, wir müssen noch mal den Ständer umorganisieren, hier die Getriebestütze. Wo ist denn der andere Kollege? Bin ich blind? Er hat sich ohne Scheiß hinter der Bühne versteckt. Ja, wobei, Jan, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir setzen den hier nach hier. Dann, weil sonst kommen wir mit dem Ölablasswagen nicht darunter.
Ja. Ich meine, auf der anderen Seite sind auch nur 0,52 Liter. Die werden hier wohl auch reinpassen. Das ist ja eine 1,5 Liter Flasche. Ja, dann pack den Wagen mal weg. Dann machen wir es einfach mit der Flasche. Hey. Ja gut, dann mach doch mal. Das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht da rausspritzen. Handwerk. Das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht da rausspritzen. Feinste Suppe. Meinst du, Apple Watches sind auch gut geölt? Ja. Ja. Das sieht aber jetzt gar nicht so, also das sieht nicht so brutal aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Haben wir einen Magneten wohl da? Können wir da einmal reingehen? Nein, ja. Ah, oh, Junge, wie viel kommt denn da noch raus? Das ist ein bisschen mehr als 0,5, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, doch, guck mal, die Flasche hat 1,5 Liter. Ja. Oh, hast du recht. Na gut, vielleicht hat sich das über die Jahre auch so ein bisschen vermehrt und auseinanderdividiert. Wir lassen hier mal kurz weiterlaufen und melden uns gleich zurück. Ja, dann guck mal, ob du was. Geh mal rein und guck mal, ob du was hängen bleibt. Ja, zieh mal raus. Nee. Nicht so wirklich. Doch, hier, das ist Abrieb. Hier, das Schwarze an den Händen, glaube ich. Denkt man nicht, dass das irgendwie Verschmutzung ist. Ja, es sind jetzt keine Riesenspäne drin. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Du kannst, denke ich, die Schraube reindrehen. Hast du eine neue oder die? Ja, genau. Mach erstmal bitte die alte rein, dass ich mich hier etwas reinigen kann. Und dann machen wir jetzt gleich die neue rein. Ach so, die ist hier drin? Ja. Ja, stark. Dann hol mal die neue. Dann erklären wir das direkt. Hab ja gerade gesagt, BMW, warte, hat ja keinen Magneten eingebaut. Und das ist Trick 19. Einfach eine Ablassschraube mit Magneten zu kaufen. Die einzusetzen, dann hat man schon mal so ein bisschen Chance, dass vielleicht Abrieb gefangen wird, aufgefangen wird und hängen bleibt. Und das tut nicht weh, das kann nicht schaden. Wie oft ihr das Öl an eurem VTG wechseln solltet, kann ich euch nicht sagen. Ich denke, da gibt es nur Erfahrungswerte, vielleicht alle 60.000 bis 80.000. Tut ja nicht weh, da kommt nicht viel rein. Ich denke, das kann man machen. Ja, Jan, dann hau die mal rein. Weil dann können wir hier nämlich uns einmal reinigen. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir einfüllen. Weißt du was? Hol mal einen Trichter. Dafür haben wir Trichter. Müssen wir uns nicht so einsauen. Guck mal. Passender Trichter für alles. Und daneben. Ich weiß nicht, ob das neue Öl rötlich ist. Aber das hier sieht irgendwie recht frisch aus. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie es aussehen soll. Den lassen wir mal ein bisschen ausbluten hier. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen soll. Aber jetzt so richtig kacke sah das nicht aus, fand ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, wie das auszusehen hat. Wenn das 300.000 gelaufen hat. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir hier Neues noch haben. Reinkommen tut. Keine Bremsflüssigkeit. Das wäre schlecht. 75 W90 brauchen wir auf jeden Fall fürs Diff. Motoröl wäre auch suboptimal. Ja, hier, Multi-DCF. DCTF. 0,52 Liter brauchen wir. Ich glaube, wir haben hier 20 Liter. Da können wir noch ein paar VTGs machen. Das füllen wir jetzt ein. Ich denke, das ist relativ unspektakulär. Wir gucken mal, das muss wahrscheinlich mit Spritze eingefüllt werden, ne? Hier oben ist die Einlassschraube, haben wir gerade schon gezeigt. Da werden wir 0,52 Liter jetzt mal reinsaugen und ja, Getriebeölspülung oder Wechsel, sag ich mal, Differentialölwechsel meine ich. Ist ja jetzt auch nichts Wildes. An dieser Stelle, der Timon macht euch noch ein paar kleine Aufnahmen und dann melden wir uns wieder, wenn wir das Ergebnis haben und bequatschen das kurz. Ja, bis gleich. Das neue Öl ist auch gar nicht rot im Getriebe, sondern relativ klar. Und da gab es auf jeden Fall schon einen Farbunterschied.
ja, das haben wir uns schon überlegt mit der Magnetschraube. Das wäre auch ne, auf jeden Fall ein cooler Mod. Aber die originale Ablassschraube, auch die Einfüllschraube, hat hier, sieht man das hier, guck mal, hat hier so einen Gummidichtring und keine Kupfer-Carbonscheibe, wollte ich schon sagen, keine Kupferscheibe. Und der hier geht zwar ein bisschen konisch raus. Wir könnten jetzt versuchen, hier noch eine Kupferscheibe reinzulegen. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht dichten wird. Der Gewindegang ist auch noch mal eine Nummer länger. Also wir werden die Originale nehmen. Schade, das mit der Magnetnummer war offenbar gut gedacht, aber hat nicht funktioniert. Ja, weiter geht's. So, wir nähern uns dem Ende von unserem Betriebsstoff-Video beim 530 Diesel. Wir haben die Laborberichte da und wollen uns jetzt noch mal ganz kurz die Werte im Detail angucken. Wundert euch nicht, es sind ein paar Tage jetzt zwischen den einzelnen Aufnahmen gewesen und ich habe extreme Rückenschmerzen, seitdem wir hier im Livestream waren. Deswegen laufe ich ein bisschen rum wie der Glöckner. Ich werde mich gleich hier ein bisschen hinsetzen müssen. Verzeiht das mir bitte. Wir haben heute zu Besuch den Alex von Motul. Ihr kennt ihn schon aus dem letzten Video. Hallo. Hallo Alex, grüß dich. Hi, danke, dass du da bist. Bevor wir in den Analysebogen hier eintauchen, habe ich noch mal zwei Fragen. Denn ich habe am Anfang des Videos schon von meinem Fauxpas berichtet mit dem Mercedes, mit dem Getriebeöl. Ich habe da zwei Fragen. Einmal zum Engine Clean. A, wie oft kann ich das benutzen? Also bei jedem Wechsel gibt es da eine zeitliche Differenz, die man abwarten muss. Und hilft es auch bei solchen Fehlbefüllungen? Also hilft es da bei der Reinigung? Also du kannst es bei jedem Ölwechsel einsetzen. Der findet ja normalerweise so alle 10.000, 15.000 Kilometer oder bei manchen Fahrzeugen eben auch länger statt. Wenn es jetzt häufiger eingesetzt wird, ist ja nur eine kurze Einsatzzeit. Also es hat keinen negativen Effekt. Wenn kein Schmutz mehr zu lösen ist, dann ist der Motor sauber. Das heißt, wenn ich jetzt wie in meinem Fall, ich habe es benutzt, und dann ist mir der Fauxpas passiert und dann am nächsten Tag benutze ich es nochmal. Also zeitlich betrachtet gibt es da keinen... Nee, es ist ja auch sehr stark verdünnt im Motoröl. Ja, also wenn du es pur reinschütten würdest, dann wäre das eventuell problematisch. Aber da es ja mit ausreichend Öl, Schmierstoff verdünnt war, gibt es da keine Probleme. Okay, wo gerade bei ausreichend Öl sind. Ich habe mich gefragt, jetzt so ein Getriebeöl, da steht ja, glaube ich, keine Viskosität drauf. Weißt du, was das ist? Ist das 75W irgendwas oder was ist das? Ein 75W-Öl, in der Region könnte man das einstufen. Ja. Und Motoröl spezifisch wären wir da so im Bereich 0W. Irgendwas. Ja, 10W hatte ich jetzt. Aber ich meine, wenn es jetzt auch vergleichen würdest mit einer Motorölviskosität dann. Ach so. Also du kannst ja auch... Die Getriebeölviskositätsgrade und Motorölgrade, die kannst du vergleichen. Man hat halt nur unterschiedliche Einstufungen gemacht, damit man die eben nicht verwechselt. Ach so, das heißt, ich hätte jetzt gedacht, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Getriebeöl von seiner Funktion ganz anders funktioniert als das Motorenöl. Also bei einer Additivierung ist es anders aufgebaut, aber von der Viskosität her sind die schon vergleichbar. Nur man hat halt in SAE J300 festgelegt, so werden Motorenöle eingeteilt, also 0W40, 5W40 und so weiter. Und damit keine Verwechslung mit einem Getriebeöl passiert, gibt es die SAE J306 und die ist halt für Getriebeöl. Ah, verstehe. Das heißt also so diese Fließgeschwindigkeiten bei Temperaturen sind ungefähr ähnlich. Auch die Temperaturbeständigkeit, also Share. Also die sind vergleichbar, die kann man vergleichen. Also du hast dann ein Automatikgetriebeöl in einen Motor gefüllt. Ja. Und das war eine 7-Gang-Automatik. 5-Gang. 5-Gang. Das Öl steht da sogar noch. Das ist das ATF nach Mercedes-Freigabe 236-14. Ja, das ist ein relativ niedrig viskoses Öl. Da liegen wir sogar im Bereich, also so um die 70W rum. Was passiert denn jetzt genau? Also klar, wir haben ja 6 Liter zu viel in der Ölwanne. Das ist ja schon mal per se nicht gut. Ich bin ja jetzt auch nicht gefahren, großartig. Aber du hast es gerade schon mal erwähnt, dass es jetzt gar nicht so der Oberterror ist, das Getriebeöl da. Also sollte man nicht machen. Also bitte fahrt kein Getriebeöl im Motor, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so extrem, wie wenn ich mir jetzt hier Schokoladensauce oder so reinfüllen würde. Ja, also schlimmer wäre, wenn gar kein Öl im Motor gewesen wäre. Ja. Die Additivierung ist natürlich anders. Also wir haben nicht so viel Reinigungsadditive im Automatikgetriebeöl und auch nicht so viel Verschleißschutzadditive. Von daher wird man erhöhte Verschleißwerte dann auch irgendwann sehen. Das ist aber nicht so, dass jetzt Additive drin sind, die jetzt zum Beispiel sofort die Dichtung kaputt machen würden. Das nicht. Das war nämlich mein Gedankengang. Mhm. Okay, vielleicht
habe ich jetzt im Nachgang Spaß damit, weil vielleicht irgendwas drin ist, was mir vielleicht, weil ich kriege ja nicht alles raus jetzt, auch nach der dritten Spülung wird ja noch irgendwo vielleicht was drin hängen, weiß ich nicht. Die Restmengen sind marginal. Ja, ja, das vermischt sich natürlich extrem. Ja, okay, dann bin ich beruhigt. Und die Viskosität ist natürlich sehr, sehr niedrig gewesen dann auch, ne? auch für den Motor dann. Ja, sehr nach unten gedünnt. Aber er lief ja auch nur ganz, ganz kurz. Also nicht unterlast. Ja, genau, nicht unterlast. Ich habe auf jeden Fall noch mehrere Leute getroffen, denen das auch passiert ist. Sogar Mechanikern ist das passiert. Also wirklich, da kann man schon fast... ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Alles gut. Okay, kommen wir zu unserem BMW. Mhm. Das ist ja, da war ja ein sehr spannender Bericht. Ich glaube, wir müssen nicht mehr alle Werte nochmal erklären. Das haben wir letztes Mal ja schon sehr ausführlich gemacht. Ich mache euch nochmal hier die Verlinkung rein zu dem Video, wo der Alex euch wirklich jeden einzelnen Wert erklärt hat. Oder gibt es, ich sag mal, Werte, die bei dem Diesel jetzt noch abweichen zum Benziner? Ja, doch, kann man schon machen. Also wir können ja mal so einen Schnelldurchlauf durchgehen. Ja. Also Eisen haben wir hier mit 24 ppm ausgewiesen. Mhm. Du sagtest, der... Motor ist da, oder Fahrzeug ist damit 6000 Kilometer nur gelaufen, relativ kurz. Ja, genau. Also, wir haben den Wagen gekauft im Januar, glaube ich, irgendwann. Oder Februar, ich weiß gar nicht mehr genau. Der Ölwechsel war im Dezember. Mhm. Und ich glaube, das Auto ist so 6000 Kilometer gelaufen. Dann passt das. Also, wir haben 24 ppm Eisen. Dieses Eisen ist vom Wert her jetzt nicht besorgniserregend. Wenn wir das noch mit dem PQ-Index, der unten ausgewiesen ist, mit kleiner 25 ins Verhältnis setzen, können wir erkennen, dass dieses Eisen eben überwiegend aus rostkorrodiertem Eisen besteht und aus kleinen Verschleißpartikeln, die durch normale Abnutzung entstanden sind. Also kleiner 5 Mikrometer, das ist halt normaler Verschleiß. Und da sage ich auch mal, da ist noch eine bestimmte Restmenge sicherlich auch von der vorhergehenden Ölfüllung im Ölkreislauf zurückgeblieben. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also richtig, richtig sauber kriegt man es ja eigentlich nur mit einer Spülung. Ne? Dann haben wir einen auffälligen Wert, der ist Kupfer, der ist schon deutlich erhöht. Darf ich ganz kurz was zu sagen? Ihr seht das, ich blende euch das hier ein. Der Ingenieur, der das Öl analysiert hat von der Firma Ölcheck, der schreibt ja auch hier oben seine Kurzdiagnose, also seinen Kurzbericht. Das ist ja der Dr. Rohbogner. Vielen Dank, Herr Rohbogner, für den tollen Bericht. Und da hat er auch geschrieben, hier Kupfer ist erhöht und hat dann hier seine Ableitung zugeschrieben. Genau. Was sagst du denn dazu? Also es könnte tatsächlich mögliche Kupferkorrosion sein, ja, an kupferhaltigen Bauteilen. Aber was ist denn noch Kupferhalt? Also ich meine, wir haben ja keine Kupferrohre oder sind das die Kühler von innen? Oder? Also das wird auch Aluminium sein, aber Leitungen können noch Kupfer sein oder verkupferte Oberflächen. Okay. Aber hier ist auch noch ein gewisser Anteil Blei mit dabei. Mhm. Also das könnte auch mit aus dem Lagerbereich noch mitstammen. Ne? Also ich würde hier beides in Erwägung ziehen. Okay, also dass man sich vielleicht mal die Lagerschalen anguckt. Ja. Ja gut, ich meine, bei 305.000 Kilometer kann man das auch mal machen. Lagerschalen ist jetzt auch, ist ein Aufwand, aber lässt sich noch, zumindest die Pleuellager, die kann man machen. Hauptlager wäre jetzt ein bisschen schwierig. Dann, also wie gesagt, Kupfer und Blei. Kupfer entweder aus Kupferkorrosion, aus Leitung oder verkupferten Teilen. Und natürlich auch aus dem Lagerbereich, genauso Blei. Wobei Blei eigentlich auch seit dem Baujahr 2000 nicht mehr als Gleitlager, Bestandteil einer Gleitlagerlegierung verwendet werden darf, weil minimaler Abrieb, minimales Verbrennen und dann gelangt natürlich auch Blei in die Umwelt. Das will man damit verhindern. Das will man vermeiden, ne? Okay. Aber das sehen wir öfter noch mal ab und zu in Ölanalysen. Okay. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu dem Bereich Verunreinigungen. Da haben wir ein bisschen Silizium, ein bisschen Kalium, bis 1 ppm Natrium. Das sind sicherlich Werte, die über die Ansaugluft ins Kurbelgehäuse und ins Motoröl gelangt sind. Mhm. Die sind jetzt auch nicht so besorgniserregend. Was im Bereich Verunreinigung eher besorgniserregend ist, ist dieser schon deutlich erhöhte Anteil an Dieselkraftstoff. Das heißt, wir haben hier insgesamt 10,4% unverbrannten Kraftstoff im Öl. Davon sind 8,3% normaler Dieselkraftstoff und 2,1% Biodiesel. Ja. Ja. Witzig, dass das sich so genau auseinander dividieren lässt. Genau, das kann man also im Labor sehr gut feststellen. Okay. Wir sehen auch manchmal Fahrzeuge, die haben nur normalen Diesel drin. Und es steht ja auch mal in den Zapfsäulen, kann bis zu 7% Biodiesel enthalten und muss halt nicht immer drin sein. Ich weiß aber, dass Simon, seitdem er das Auto hat, nur noch Aral Ultimate Diesel tankt, einfach weil er jetzt nicht so viel fährt und durch die reinigende Wirkung wollte er da seinem Motor was Gutes tun. Ich weiß nicht, wie viel Biodiesel da noch drin ist, aber...
Also steht auch mit bis zu 7% auf der Säule. Ne? Ja, also Dieselkraftstoff-Eintrag, da haben wir auch vorher schon gesprochen und ich habe auch ein bisschen recherchiert. Mhm. Das kann natürlich so verschiedene Gründe haben. Genau. Also. Und was natürlich jetzt nicht so toll wäre, wären wenn jetzt die Injektoren nachlaufen. Mhm. Das sollte man dann recht zügig beheben. Das schreibt der Herr Rohbruckner ja auch hier in seinem Bericht, dass das auf jeden Fall vor dem nächsten Ölwechsel die Ursache herauszufinden ist. Genau, herauszufinden ist und zu beheben. Aber du hast trotzdem noch eine andere Thematik erwähnt, auf die ich erst nicht gekommen bin. Mhm. Das Thema diese Partikelfilter. Genau, also wenn relativ viele unvollständige Partikelfilterregenerationen stattgefunden haben, dann ist also auch ein erhöhter Kraftstoffanteil im Öl zu finden. Ja. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall gewesen, weil, wir haben das ja glaube ich schon mal erwähnt, der DPF, das Auto hat mehrere Fehler geworfen, da war der Gegendruck zu hoch, der DPF war verstopft. Wir haben den DPF auch schon gewechselt, das zeigen wir euch im nächsten Video, weil wir machen jetzt die Tage noch, drehen wir euch noch ein Video, wo wir uns die Lager hinten anschauen an der Hinterachse und dann müssen wir auch nochmal den DPF ausbauen, weil muss nochmal die Schelle richtig sich angeschaut werden, die wird nochmal gewechselt gegen eine BMW-Schelle. Dann sprechen wir nochmal über das Thema genau, aber ich glaube, dass genau das passiert ist hier. Mhm. Viele verschiedene, also mehrere Versuche, das zu reinigen und dann eben, das läuft ja ab, dass eben mehr Kraftstoff eingespritzt wird. Genau, du hast eine Nacheinspritzung und dadurch eine Temperaturerhöhung im Abgasstrang, die dann eben erforderlich ist, um den Ruß im Partikelfilter zu verbrennen. Genau. Das ist ungefähr so, wenn du einen Kamin zu Hause hast und wenn der kalt ist, dann hast du eben an der Scheibe vorne schwarzen Ruß und wenn der ordentlich Temperatur hat, dann brennt der Ruß ab und dann hast du nur noch minimal Asche dann auf der Scheibe. Ja, schöner Vergleich. Wir haben auch schon das Ergebnis von der Firma bekommen, wo wir den alten dann eingeschickt haben und die haben gesagt, das Teil ist kaputt, da wäre die Keramik gebrochen und der wäre auch nicht mehr zu reparieren. Also da der alte war wirklich, Fratze, der hat wahrscheinlich sogar gestopft irgendwie, weil... Es gibt ja zwei Gründe, warum der nicht mehr durchlässig ist, weil der erste Grund ist ein erhöhter Rußanteil. Mhm. Wenn ich den Partikelfilter noch regenerieren kann im Fahrzeug, dann brennt der Rußanteil auch wieder ab. Der zweite Punkt ist dann Asche und Asche kriege ich dann eben nicht mehr aus dem Partikelfilter raus und dann ist halt ein Partikelfilterwechsel erforderlich, ist dann leider auch immer sehr kostenintensiv. Ja, es geht jetzt bei dem Auto. Mhm. Der Wechsel waren jetzt 300 Euro mit Allteilpfand. Und dann behandeln die das chemisch und brennen das aus. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber da gibt es einen Prozess. Es geht teurer. Neu kostet der, glaube ich, über 1000 Euro. Mhm. Aber mit diesen general überholten Dingern kommt man auf jeden Fall ein paar Kilometer. Und dieser erhöhte Rußanteil, der entsteht eben auch durch sehr häufige Kaltstarts, bedingt durch Kurzstrecke. So diese klassische Geschichte Pizzataxi oder so ein Mama-Auto, ne, was eben auch mehrere Male Kurzstrecke am Tag fährt. Dadurch wird mehr Ruß produziert. Ich komme aber gar nicht in den Betriebszustand, wo ich eine aktive Regeneration durchführen kann. Und irgendwann geht er dann auch in geschützten Modus, weil der Hersteller hat auch da einen Mechanismus vorgesehen, damit nicht zu viel unverbrannter Kraftstoff auch das Öl verdünnt, weil die wissen, dass mit jeder Regeneration auch unverbrannter Kraftstoff ins Öl kommt. Ja. Nee, das ist natürlich bei einem 530 Diesel, das habe ich Simon auch gesagt damals, das ist kein Stadt-Kurzstreckenauto, da muss man ein bisschen drauf achten, einfach wenn man damit länger Spaß haben will, dann muss man bei so einem großen Diesel auf jeden Fall schauen, ob der Einsatzzweck einfach stimmt. Ne? Genau. Ja. Okay, haben wir noch irgendwas in unserem Bericht? Also wir haben auch was Positives zu vermelden. Also wir haben keine Kühlflüssigkeit drin, das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine Sache, das ist ausgewiesen mit Glykol negativ, weil Kühlflüssigkeit im Öl wäre tatsächlich nicht so toll, weil auch da die Viskosität sich verändern würde. Durch den Dieselkraftstoff haben wir jetzt nicht so einen starken Viskositätsabfall. Ja. Also wir sehen hier 49,74 bei 40 Grad und 9,74 bei 100 Grad. Wir liegen hier noch in einem Bereich einer SAE Klasse 30, das hatte ja auch der Herr Rohbruckner ausgewiesen. Nur die Schmiereigenschaften von Dieselkraftstoff sind überhaupt nicht vergleichbar wie mit dem vom Motoröl. Ne? Mhm. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall den Ölwechsel vorziehen. Ja, wir haben auch mal den Plan, dass wir jetzt sagen, also Simon fährt jetzt damit in Urlaub, 5000 Kilometer, wirklich Langstrecke. Wenn wir wiederkommen, dann wollen wir nochmal eine Probe ziehen und die nochmal einschicken.
Und dann gucken, wie es aussieht. Und wenn es dann schon wieder so viel Kraftstoff eintritt, ist, dann müssen wir schon wieder wechseln. Und dann müssen wir auch auf jeden Fall also die jetzt Ursache finden. Jetzt ist frisches Öl drin. Jetzt ist frisches genau. Öl drin, genau. 5W30, ja. Das Excess von euch. X-Clean Plus 5W30. Ja, genau. Warte, ich hole das ganz kurz. Ja. Sekunde. Oh, schön der Ausfallschritt. Hast du das gesehen? Hier, 8100 X-Clean Plus. Genau. Mit BMW-Freigabe. Richtig. Ganz kurz, weil du noch das Glykol erwähnt hast. Mhm. Da wollte ich mal ganz kurz drüber reden, weil... Ich weiß, bei der E-Klasse, bei den Dieseln, die hatten nämlich mal auch so ein Glykol-Dilemma bei diesen reinen Sechszylinder-Dieseln. Da ist die Ölkühlung, die wird realisiert über so einen Wasser-Öl-Wärmetauscher. Und die werden wohl undicht irgendwie und dann hat man da auch ein ganz bekanntes Problem, ist alles verseucht. Also dann sind die Kühler kaputt, also verseucht, Wasser als auch Öl. Ja, und man wie gesagt, die Viskosität steigt dann auch an. Es bilden sich auch sehr hautartige Ablagerungen an den Oberflächen und wenn man dann nicht die Ölwanne abbaut und den Ölansaugschlutz noch mal inspiziert, ob da noch alles sauber dann ist oder beziehungsweise muss dann da sauber machen, dann hat man den zweiten Motorschaden schnell hintereinander, wenn man das nicht gemacht hat. Ja, wenn man jetzt für die Glykol-Jungs aus dem Mercedes-Bereich, wenn man jetzt sowas hat, kann man da denn reinigen? Also wenn man jetzt wieder Richtung Engine Clean geht, oder was macht man dann am besten? Also, außer zerlegen. Also erstmal ablassen, also den Motor nicht mit dem glykolhaltigen Öl weiter betreiben und dann mit einem einfachen Öl befüllen und dann kann man eben auch Engine Clean einsetzen, um Verunreinigungen, die über das Kühlmittel entstanden sind, die sich aufgebaut haben, zu lösen. Ich würde aber auch noch zusätzlich empfehlen, um halt auch das Wasser komplett rauszukriegen, eine halbe Dose Fuel System Clean zu verwenden, weil das bindet Wasser, es bildet eine Emulsion und damit kriege ich Wasser zu 100% eben auch aus dem Ölkreislauf raus. Okay. Genauso wie es natürlich auch Wasser beim Benziner im Ölkreislauf bindet, Kondenswasser, bindet dieses Produkt eben auch Wasser im Ölkreislauf. Okay. So ein kleiner Troubleshooter, ne? Problemlöser. Ja, klar. Nee, guter Tipp. Okay, dann waren wir gerade stehen geblieben bei den guten Nachrichten, dass die Viskosität noch halbwegs ja, da sind wir noch, okay war, ne? Hast du gesagt? In einem ganz guten Bereich. Wir sehen Oxidation, also Alterung, die ist vernachlässigbar, leichte Nitration, das heißt ein bisschen Low-Beigas ist ins Kurbelgehäuse gelangt, ist auch noch vertretbar. Schmutztragevermögen ist noch okay. Also was ist denn mit der Basenzahl, die er erwähnt? Er sagt ja hier, Basenzahl ist deutlich gesunken. Genau, das heißt... wo steht das hier auf dem Bericht? Die Basenzahl ist die auf der zweiten Seite. Ja. Und da liegen wir bei... Welchen Wert? 5,48. 5,48. Also die wird natürlich verbraucht. Also über die Verbrennung gelangen natürlich auch saure Komponenten ins Öl. Mhm. Und diese Basenzahl beschreibt die alkalische Reserve des Motoröls. Ja. Und damit werden dann saure Komponenten neutralisiert. Genau, und das ist jetzt eben... Das halt im Vergleich zum Frischöl, da würden wir bei so einem Öl hier bei 7 oder 8 liegen, ist es schon deutlich gesunken. Ist jetzt aber noch nicht so kritisch. Okay, weil er das hier aufführt, weil er sagt, deutlich gesunken. Mhm. Und ich hätte jetzt gesagt, von 7 oder 8 auf 5,48 hätte ich jetzt erstmal gesagt, okay, das ist ja jetzt gar nicht so viel. Für die kurze Laufleistung dann wiederum doch. Ist also schon ein Wert, der deutlich hervorsticht. Woran liegt das? Ist das dann der Kraftstoffeintrag oder ist es Ölqualität? Oder? Nee, nicht Öl. Also Ölqualität, es ist ja im Öl drin, diese alkalische Reserve. Ja. Und wenn jetzt halt über die Verbrennung saure Komponenten ins Öl kommen, Rußpartikel, also alles, was über die Verbrennung reinkommt, ist ja kein geschlossenes System. Mhm. Also viele haben ja die Vorstellung, dass der Ölkreislauf absolut hermetisch geschlossen ist. Ist ja nicht der Fall, sonst würden ja auch gar nicht so viel Verunreinigungen reinkommen. Ja. Und die könnten halt in Verbindung mit Wassersäuren bilden. Und damit das nicht passiert, besitzt das Öl eine alkalische Reserve und das neutralisiert diese sauren Komponenten, damit keine Korrosion und keine anderen Schäden entstehen. Ja, aber jetzt, dass es halt auf so kurzer Zeit so stark gesunken ist, das hat dann was auch mit dem Kraftstoffeintrag zu tun oder könnte sein? Der Kraftstoffeintrag spielt da sicherlich auch eine Rolle, ja. Ne? Aber auch der Verbrennungsprozess selber. Und ja, okay, weil der Verbrennungsprozess war auf jeden Fall mit dem verstopften DPF nicht gut, weil wir haben jetzt nämlich gemerkt, nachdem wir den DPF gewechselt haben, hat das Auto untenrum wesentlich mehr Leistung, spürbar. DPF ist übrigens auch so ein Killer von Turbolader, ne? Also wenn der zu ist, dann
Der hat auf jeden Fall, das war nicht gut für den Kollegen. Das ist ein Sauna. Ja, ansonsten. Was wir vielleicht noch zum Biodiesel erwähnen könnten. Ja. Dieser Biodieselanteil, der wird sozusagen auch, bleibt kumuliert im Motoröl. Ein normaler Dieselkraftstoffanteil bei längeren Fahrten mit normaler Betriebstemperatur, dann geht auch der normale Diesel wieder zurück, der Anteil. Mhm. Der Biodieselanteil bleibt aber erhalten. Den kriege ich nicht. Den kriegst du gar nicht mehr raus. Nee, der hat eine zu hohe Verdampfungstemperatur. Also ein Grund mehr, sein Öl regelmäßig genau, also zu wechseln. Genau, also um das Problem zu lösen, entweder Betriebsbedingungen anpassen, also längere Strecken fahren, oder wenn das nicht geht, eben häufiger Öl wechseln. Ich muss sagen, vor ein paar Jahren war ich da noch gar nicht so sensibilisiert, aber wir haben ja, ich habe dir ja gerade den 335 gezeigt, der hier noch auf der Bühne steht, und da haben wir den Motor zerlegt, der hat auch 245.000 gelaufen, mhm, und das Auto sah wirklich ganz, ganz schlecht aus, als wir ihn bekommen haben. Der hatte Ölverlust überall, sah wirklich total runtergerockt aus. Aber das Auto wurde regelmäßig, das konnten wir nachvollziehen, bei BMW ganz, ganz viele Jahre, ganz lange bis kurz vor Ende im Ölservice geführt. Und wir haben dann den Motor aufgemacht und zerlegt und der hatte kaum Ablagerung. Mhm. Und der Kreuzschliff war noch perfekt. Der Motor sah von innen richtig, richtig gut aus. Ja, das sind ja so lebensdauerverlängernde Faktoren. Regelmäßiger Service, wie extrem das einfach ist, ne? Also, und regelmäßig fahren, also beides. Ja, ne? Ja. Genau, fahren. Wenn man jetzt zu viele Autos hat, dann. Aber gut, das Problem haben wir jetzt noch nicht. Aber wirklich, ich habe Simon auch gesagt, hier wird jedes Jahr Ölwechsel machen, egal wie viel du gefahren bist. Mach einfach jedes Jahr einen Ölwechsel. Die 100 Euro sind auf jeden Fall langfristig gut investiertes Geld. Und das hätte ich früher so nicht gedacht. Also ist halt auch die einzige Chance, flüssige Verunreinigungen aus dem Ölkreislauf herauszubekommen. Der Ölfilter, der separiert nur feste Verunreinigungen. Ja, ja, genau. Okay, sonst ist hier alles. Ja, wir sehen halt auch eine leicht ausgedünnte Additivreserve. Calcium ist ein Reinigungsadditiv. Ja. Bor, Zink, Phosphor sind Anti-Verschleißschutz, aber auch also Anti-Alterungsschutz und der Schwefelanteil kommt halt hier eben auch aus dem verwendeten Basisöl tatsächlich. Aber gut, auch die Additivreserve wird halt durch die Ölverdünnung eben verdünnt. Ja, also da, also ich denke mal, durch diese Verdünnung wird alles nicht so toll, also alles schlechter, ne? am Öl. Da müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Wir hatten auch noch eine Ölprobe genommen vom Verteilergetriebe. Mhm. Das hat mich eigentlich noch viel mehr interessiert, weil das Verteilergetriebe für den Allrad ist eigentlich auf Long Life gebaut. Da ist also wirklich gar kein... Also kein Wechsel vorgesehen. Gar kein Wechsel vorgesehen. Es gibt auch keinen Magneten und auch keinen Filter im System. Und diese VTG-Einheiten, also das ist ein großer Schwachpunkt bei den Autos, weil die wirklich regelmäßig kaputt gehen. Und man liest, dass es in der Regel daran liegt, dass man einfach keinen Ölservice durchführen soll, weil es keiner macht oder die wenigsten machen es. Weil da ist auch eine organische Kupplung drin, die durch so einen Stellmotor bewegt wird. Und da gibt es Abrieb einfach. Und auch allein dieser Motor muss eigentlich regelmäßig mal adaptiert werden, damit der, weil sich ja die wird ja auf minimalem Raum wird die ja dünner, die Kupplung. Und irgendwann greift die gar nicht mehr richtig. Ja. Halt in einem sehr kleinen Bereich. Aber all das musste eigentlich mal gewartet werden. Wir haben das Öl, wie gesagt, abgelassen. Mhm. Das sah gar nicht so schlecht aus, wie ich das mal gesehen habe im Internet. Mhm. Ich muss morgen mal anrufen bei den Kollegen. Wir haben heute übrigens Sonntag. Danke, dass du am Sonntag hier bist. Ja. Muss ich da mal anrufen und fragen, wo der Bericht bleibt. Und dann würde ich sagen, rufe ich dich einfach noch mal kurz an über Skype oder WhatsApp oder was auch immer. Und dann gucken wir uns diesen Bericht noch mal ganz kurz an, falls da irgendwas drin zu sehen ist. Weil das fand ich wirklich super spannend, nach 300.000 Kilometern, ob das Öl mal gewechselt wurde und wie das aussieht. Also ob man da was ableiten kann. Ja, hast du da eine Erfahrung zu? Also da ist es so, also dass Reibbeläge sich dann eben auch abnutzen können, das ist klar. Aber hier haben wir ja einen geschlossenen Kreislauf. Im Idealfall kommt da auch nichts von außen rein, wenn nichts beschädigt ist. Das kann tatsächlich auch so lange Laufleistung erreichen. Ne? Okay. Aber würdest du denn grundsätzlich sagen, dass es halt dann trotzdem ein positiver Pflegeeffekt ist, wenn man auch solche Systeme dann wechselt? Weil ich meine, bei Differentialölen ist es ja auch so, die in der Regel auch wartungsarm. Und also dann gibt es aber auch Verschleiß. Wenn man die dann mal ausgebaut hat und gewartet hat, dann gehört eigentlich ein Ölwechsel mit dazu. Dann hat man auch die Bestätigung, dass wirklich alles noch in Ordnung ist. Weil wenn du dann was hörst oder merkst, dann ist es eigentlich meistens schon zu spät. Also dann ist zu viel Abrieb oder zu viel Verschleiß aufgetreten. Und dann ist halt nur ein Austausch erforderlich. Aber über diese Laufzeit, das Öl ist jetzt halt, ich glaube, du sagst, von außen kommt nichts rein. Das Öl ist zwar trotzdem jetzt 15 Jahre alt, 16 Jahre alt. Es altert natürlich auch,
ist bestimmten Temperaturschwankungen ausgesetzt. Genau. Ne? Also kann man trotzdem schon sagen, grundsätzlich spricht jetzt nichts dagegen, es mal zu wechseln. Man muss natürlich auch die Hersteller verstehen, die sowas eben wartungsfrei deklarieren oder filled for life. Damit haben die natürlich auch ein Verkaufsargument in der Hand. Ne? Gibt es ja nicht nur im Bereich Achsöle, gibt es natürlich auch im Bereich Automatikgetriebeöle. Ja, wie bei Mercedes, glaube ich, ist es auch da und bei BMW ist es, glaube ich, auch so bei den Automatikgetrieben. Bei den Doppelkupplungsgetrieben, glaube ich, auch. Da sagt man auch Long Life und mittlerweile sagen die Long Life, dahinter könnte ja noch ein Intervall stehen, aber wenn draufsteht Lifetime Filled oder Filled Life, dann sieht der Hersteller einen Ölwechsel nicht vor. Ja. Dann muss man aber auch hinterfragen, was ist damit gemeint mit Lifetime? Lebensdauer des Getriebes heißt für mich 200.000, 250.000. Ja. Und dann haben die Fahrzeuge eine Laufleistung, die gleiche Laufleistung, aber dann haben die ein Alter von 10 Jahren und mehr und dann ist der Hersteller da auch an der Stelle raus. Also Garantieansprüche oder Kulanz greift da nicht mehr. Dann sagt der Hersteller, dann kauf halt ein neues Getriebe oder kauf ein neues Auto bei uns. Und das ist ja auch wichtig zu wissen, also dass man, weil viele fragen sich, warum macht der Hersteller das so? Und klar, 10 Jahre, das so zu machen. Wir wissen aber mittlerweile, also ich sag mal, wir haben uns bei dem Auto auch viel darum unterhalten, dass es einfach einen Zeitpunkt gab in der Automobilentwicklung, wo Autos wesentlich haltbarer und wesentlich länger waren und auch frischer wirkten. Wie gesagt, das ist ein Auto von 2004, das ist jetzt bald 20 Jahre alt und ich meine, vor 15 Jahren 20 Jahre alte Autos waren auf jeden Fall alt. Ja. Ja? Und heute ist es ja so, klar, die Technik, das ganze, die ganze Digitalspielerei ist alt, aber das Auto an sich ist ja ein sehr, sehr gutes Auto zum Fahren und diese Autos halten ja wesentlich länger als 10 Jahre, ne? Also Motor und Getriebe, wenn man eben dann so ein bisschen pfleglich damit umgeht. Ja, wenn man halt dann einfach den einen oder anderen Wechsel macht. Und das, glaube ich, muss man einfach wissen, so wie du sagst, der Hersteller, der kümmert sich nur um diese Periode, wie er Garantie geben muss. Und er macht sich wahrscheinlich Gedanken auch, aber ich sag mal... Natürlich gibt es auch bei den Herstellern eine Abteilung, die sich um das Thema Obsoleszenz kümmert, damit eben auch neue Autos verkauft werden. Ja. Weil wenn die nie kaputt gehen, dann verkaufst du auch keine Autos. Schön beschrieben, genau, ja. Nee, das ist so, aber ich meine, wir wissen alle, dass heutzutage oder die Autos der letzten 15 Jahre, die können länger als 200.000 halten. Aber da spielen halt auch, wie gesagt, Betriebsbedingungen immer mit. Ja, ja, klar. Also wenn du wirklich nur in der Stadt unterwegs bist, dann geht es halt deutlich schneller. Da gibt es ja auch BMW-Motoren, die halten nur 50.000, ja, die kleinen, ne? Mit diesen 0W20-Ölen. Genau, wenn wir dann zu den Turbo-Benzin-Direkteinspritzern kommen, die haben ja dann noch ganz andere Probleme, LSPI zum Beispiel. Ja. Und wenn dann halt mehrere Faktoren zusammenkommen, die das Ganze eben beschleunigen, dann ist eben auch eine sehr kurze Laufzeit das Ergebnis. Okay, Alex, ich würde sagen, an der Stelle, ich melde mich gleich für euch im Video gleich, wenn ich das Ergebnis habe. Und danke, dass du da warst. Danke dir, Malte. Es war mir eine Freude und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Ciao. Ja, moin Alex, schön, dass es geklappt hat, dass wir jetzt hier so spontan sprechen können. Und zwar geht es um das Verteilergetriebe vom 530D. Da haben wir die Ölanalyse rausbekommen. Ich sitze jetzt hier, weil Malte schon im Urlaub ist. Ja, du bist sozusagen die Urlaubsvertretung von Malte. Genau, so sieht's aus. Ja gut, gucken wir gerne gemeinsam rein. Wir gehen mal die einzelnen Punkte wieder durch. Also wir haben eine relativ hohe Laufleistung. Hier steht zwar drin, dass vor 30.000 Kilometern gewechselt wurde. Aufgrund der aufgelaufenen Verschleißmenge ist es aber eher unwahrscheinlich. Also hier ist sehr wahrscheinlich, dass die gesamte Verschleißmenge aus der bisherigen Einsatzdauer, also nehmen wir mal an, diese rund 300.000 Kilometer rotiert. Wir fangen mit den einzelnen Verschleißmetallen oben an. Eisen haben wir einen relativ hohen Wert, 215 ppm. Dieser Eisenwert, wie ähnlich wie beim Motoröl, den muss man immer in Relation sehen oder in Verbindung sehen mit dem PQ-Index. Der ist hier mit kleiner 25 ausgewiesen. Und von daher ist das Eisen, was wir hier in der Probe gefunden haben, entstanden aus normalem Abrieb durch Verschleiß und dann natürlich auch durch korrosiven Verschleiß, also sprich Rost. Es sind keine größeren Partikel größer 5 Mikrometer magnetisierbar analysiert worden, weil dann wäre der PQ-Index auch deutlich größer 25. Ja, dann sehen wir noch leicht erhöhte Werte bei Aluminium, Nickel und Kupfer. Aber wenn man das wieder auf diese 300.000 Kilometer aufteilt,
sind das eben auch völlig normale Werte. Also die sollten nicht beunruhigen. Was aber auch zusätzlich noch sehr hoch ist, ist der Anteil an Mangan. Ja, Mangan ist auch übermäßig stark ausgeprägt. 193 ppm gibt halt Hinweis auf die Metallart, die da in den Verschleiß mit einbezogen ist. Aber ist das schon in einem Rahmen, wo es dann ja schon sehr schädlich wird? Oder ist das ein Rahmen jetzt alles, wo du sagst, das ist noch okay, das ist der Laufleistung entsprechend? Und also das ist für so eine lange Laufleistung, wir reden ja auch über einen relativ drehmomentstarken Motor, ist das vollkommen okay. Ne? Man sollte natürlich dann auch mal gucken, inwieweit das Verteilergetriebe dann auch schon an seine Verschleißgrenze gelangt ist und auf jeden Fall dann aber auch das Öl im Verteilergetriebe tauschen. Also das lässt darauf schließen, dass man auf jeden Fall da einen Ölwechsel auch im VTG machen sollte, weil BMW sagt ja, das hält ein Leben lang. Ja, ein Leben lang ist dann ähnlich wie bei einem Automatikgetriebe. Da ist die Lebensdauer natürlich auch begrenzt. Also die meinen natürlich nicht die Lebensdauer des Gesamtfahrzeuges, sondern die Lebensdauer der Komponente. Mhm. Und die war sehr stark abhängig von der Einsatzart und den Betriebsbedingungen. Wenn so ein Fahrzeug dann eine relativ hohe Laufleistung runter hat, dann ist es meistens auch aus der Garantie raus. Ne? Ja, klar. Also da ist der Fahrzeughersteller dann auch praktisch raus aus dem Ganzen und verkauft dann entweder ein neues Verteilergetriebe oder vielleicht sogar ein neues Auto. Ne? Also bei dieser Filled for Life oder Lifetime Filling muss man immer hinterfragen, wem nützt sowas, und in dem Fall nützt es dann eigentlich nur dem Fahrzeughersteller, weil wenn solche Fahrzeuge natürlich auch in der Leasingflotte sind und da regelmäßig Flüssigkeiten gewechselt werden müssen, verursacht das natürlich Wartungsaufwand und der kostet Geld. Ne? Mhm. Und Leasingflotte attraktiv sein will, dann schraube ich den Wartungsaufwand auf ein Minimum. Bei BMW führt das sogar dazu, dass die eben auch Automatikgetriebe eben nicht wechseln. Ne? Aber du sagst, man sollte das schon wechseln. Also irgendwann mal ab, jetzt sind wir bei 300.000 Kilometer, würdest du sagen, vielleicht noch vorher wechseln oder jetzt so ungefähr? Also ich würde es alle 100.000 spätestens wechseln. Wie gesagt, okay. Das richtet sich auch auf die Einsatzart. Und was an dem Motor dann noch für Veränderungen vorgenommen worden sind. Wenn wir dann mit der Leistung deutlich nach oben gehen, dann kann die Einsatzdauer noch deutlich kürzer werden. Aber jetzt bei so einem normalen Serienfahrzeug würde ich so alle 100.000 in dem Bereich spätestens wechseln. Okay, krass. Ja, wir haben noch was. Wir haben auch Verunreinigungen. Verunreinigungen in Form von Silizium. Das können jetzt Reibbeläge sein, die da auch mit verbaut sein können. Es könnte auch Staub sein, der da reingelangt ist. Wenn zum Beispiel Simmeringe undicht sind, dann könnte auch Staub hineingelangen. Wir haben auch einen relativ hohen Kalium- und Natriumwert. Also Kalium und Natrium liegen hier bei 38 bzw. 22 ppm. Und das sind halt Elemente, die so im Getriebe nicht vorkommen. Also im Motoröl nicht, im Getriebeöl nicht. Und immer ein Hinweis sind eigentlich auf Eintrag von Kühlmittel, das können wir hier aber ausschließen. Es gibt es aber auch, findet sich auch in Form von Wintermitteln auf der Straße wieder, also Staub, der aufgewirbelt wird und der dann in solche Komponenten gelangt, wenn abdichtende Bauteile beschädigt sind. Ja, das bisschen Lithium, was wir da noch sehen, die 3 ppm, die können wir eigentlich vernachlässigen. Ne? Also Verunreinigungen sind auch eine ganze Menge drin, und auch von daher wäre von meiner Seite aus ein Ölwechsel in jedem Falle angeraten, aber auch eine Inspektion des Ganzen. Ja. Okay. Am besten das Teil ausbauen, sich mal angucken, in welchem Verschleißzustand das Ganze ist, und gegebenenfalls einen Reparatursatz verbauen, beziehungsweise ein Austauschverteilergetriebe verbauen. Also 300.000 Kilometer ist schon eine recht ordentliche Laufleistung. Ne? Also dann hat das Ding auch schon ordentlich gearbeitet. Auf jeden Fall. Also du würdest jetzt auch sagen, zum Beispiel jemand kauft sich jetzt so ein Auto mit 150 oder 200.000 Kilometern, da sagst du, sollte man sich das auf jeden Fall angucken, beziehungsweise auch auf jeden Fall einen Ölwechsel machen. Also ich würde es machen, ja. Also dann überlebt man keine böse Überraschung. Ne? Ja. Es sei denn, man kauft das jetzt aus einer ganz
sicheren Quelle, wo man weiß, der Vorbesitzer, der ist immer nur sehr schonend damit umgegangen, ist praktisch immer unter Idealbedingungen gefahren, dann kann man das sicherlich weglassen, aber wenn man das nicht genau weiß, würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Ja, klar. Ja, das hatten wir auch schon mal gesagt. Das macht sehr viel aus, wo man kauft und was für ein Eindruck der Vorbesitzer macht. Da kann man schon mal so ein paar Sachen manchmal stehen lassen bzw. ausschließen. Das stimmt. Ja, ansonsten, im unteren Bereich haben wir halt noch die additive, halt erstmal die Viskosität. Also auch hier sehen wir eine recht niedrige Viskosität. So in einem Bereich 75 W circa einzuordnen, wenn es als Frischöder reinkommt, ist jedenfalls das, was BMW heutzutage mit vorschreibt. Damit wird halt auch ein gutes Ansprechverhalten sicher. Und die Hersteller versuchen damit natürlich auch das Ganze noch mit zu optimieren im Hinblick auf Brennungsverlust. Also damit kann man auch einen Ticken den Kraftstoffverbrauch reduzieren und damit die CO2-Emissionen reduzieren. Der Oxidationswert ist mit 1 angegeben, das ist soweit ganz gut. Also das ist immer ein Hinweis darauf, dass das Öl nicht thermisch überlastet wurde. Also dieser Wert, wenn der größer ist, dann ist mein Hinweis, dass es entweder ewig also gefahren wurde oder als, wenn es eben mit zu geringer Füllmenge, eben bedingt durch Leckagen, thermisch zu hoch beansprucht wurde, dann steigt der Oxidationswert. Im weiteren Verlauf kommen wir dann zu dem Additivpaket. Da haben wir ein bisschen Calcium und Magnesium drin, wird mit als Detergent eingesetzt. Die Additivierung ist natürlich hier deutlich geringer als bei einem Motoröl, weil wir hier natürlich im Idealfall auch keine Verunreinigungen haben, die von außen reinkommen. Also so ein Motorölkreislauf ist ja kein komplett hermetisch abgeriegeltes System, sondern da kommen über den Verbrauchsprozess viele Verunreinigungen rein. Mhm. Bei einem Verteilbetriebe ist es natürlich nicht der Fall. Ja, ein bisschen Zink, ein bisschen Phosphor ist noch mit drin als Alterungsschutz und Verschleißschutz. Und das war es dann im Grunde auch schon mit der Additivreserve. Mehr haben wir eigentlich auch nicht analysiert. Oder mehr wurde nicht analysiert. Also Labor hat das Ganze natürlich mit einem Ausrufezeichen versehen, weil eben der Eisenwert sehr hoch ist und eben auch der Manganwert. Ne? Sind sehr wahrscheinlich manganhaltige, also Bauteile mit manganhaltigen, ausnahmsweise manganhaltigen Legierungen verbaut worden. Das deckt sich aber auch ganz gut mit der Menge von Eisen und Mangan. Ja, und das war es dann auch im Grunde schon mit den Werten, die für das Getriebe hier relevant und interessant sind. Also meine Empfehlung ist, in jedem Falle wechseln und bei einer so Laufleistung auch mal schauen, ob nicht doch schon eine gewisse Verschleißgrenze erreicht ist und dann eben auch regelmäßig einen Ölwechsel an der Komponente durchführen. Also nicht nochmal 300.000 Kilometer warten. Mhm. Welches Intervall würdest du da jetzt vorschlagen oder empfehlen? Also 100.000 Kilometer wäre da schon ein ganz vernünftiges Intervall, muss man aber auch immer sehen, angepasst auf die Einsatzart, Betriebsbedingungen. Ne? Mhm. Also wenn der jetzt, und natürlich auf die Hardware-Modifikation, ne? Wenn der jetzt ein ordentliches Upgrade kriegt, wo der noch mal mehr Leistung, mehr Drehmoment bekommt und dann eben permanent als Lastenesel benutzt wird, dann werden sich natürlich auch die Verschleißwerte erhöhen wieder. Also da kann man schon deutlich längere Intervalle fahren als jetzt zum Beispiel beim Motoröl oder beim Automatikbetriebenen Öl. Mhm. Ja, aber wenn ich alle 100.000 Kilometer mal reinschaue, dann weiß ich auch, dass alles in Ordnung ist. Und wenn ich da reinschaue, dann wechsle ich halt die Flüssigkeit mit. Ne? Mhm. Sodass eventuell entstandene Verunreinigungen eben auch aus dem Kreislauf entfernt werden. Also das Eisen, was da drin ist, das verhält sich ja dann auch nicht neutral, das reagiert ja dann. Und es wäre halt besser, das aus dem Kreislauf zu entfernen, als bis in alle Ewigkeit damit durch die Gegend zu fahren. Im Idealfall ist jeder Schmierkreislauf darauf ausgelegt, dass keine Verunreinigungen vorhanden sind. In der Theorie. Male Lebensdauer erreicht, genau. Ja. In der Praxis sieht das anders aus, beim Verbrennungsmotor sowieso, beim Getriebe. Automatikgetriebe auch, beim Verteilergetriebe im Normalfall nicht. Wie gesagt, man sollte auch mal gucken, was die Ursache für diesen hohen Eintrag an Kalium und Natrium sein könnte. Ja. Also wenn da irgendwas undicht ist oder was auffällt, wenn man sich das Getriebe anschaut,
dann kann man da vielleicht noch einen größeren Schaden verhindern und das ist dann immer günstiger als neu machen. Und wenn jetzt jemand sein VTG-Getriebeöl wechseln will, wo findet der denn heraus, was dafür am besten geeignet ist? Ja, da haben wir ein ganz praktisches Tool, unseren Ölberater, www.ölberater.de. Auf den Bereich Auto klicken, KWA-Nummer eingeben, also Hersteller-Schlüsselnummer, Typ-Schlüsselnummer und dann auf die Anwendung Verteilergetriebe klicken und dann bekommt er das richtige Produkt angezeigt. Das ist jetzt herstellerspezifisch unterschiedlich. Es kann sein, dass unser Multi-DCTF dort aufgeführt wird. Das wäre jetzt halt auch vergleichbar zu dem hier eingesetzten Produkt. Dann steht auch die Füllmenge mit dabei und dann kann er direkt loslegen. Perfekt. Ja gut, Alex, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und für die Analyse der Analyse. Und dann sehen wir uns demnächst bestimmt nochmal irgendwo irgendwie. Ja, Timon, hat Spaß gemacht und hast den Malte wirklich vertreten, würde ich sagen. Ne? Ich hab's versucht. In diesem Sinne, raus aus der Rinne. Ne? Genau, ciao. Eine Kleinigkeit noch. Wir haben wieder Merch bekommen und ich fand das letzte Mal ganz schön, das verlosen zu können an euch, verschenken zu können. Und Rücken, da hast du es knarzen gehört. Ich gehe mal hier korrekt in die Hocke. Und zwar hat uns Motul was geschickt. Das ist ein schönes Sommerpaket. Hier einmal die Rudy Project Brille. Hier. Komm, ich hol die mal raus. Ja, Digga, ich hol die mal raus. Guck mal hier, in so einem richtig geilen Case. Ja, so ein Tütchen. Nicht Case, Tütchen. Ich pack die jetzt auch schon mal aus und befinger die, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Hätten wir noch Zeit, könnten wir auch hier noch einen kurzen Gesichtsporn drehen mit mir. Ja, bitte nicht. Aber wir lassen, ja, danke. Guck mal, wir lassen das. So. Alter. Big Uff! Ja, also diese Brille könnte euer sein. Und dazu gibt es diesen Rucksack. Den mache ich jetzt auch mal auf, ja? Damit ihr sehen könnt, worum es geht. Also der ist echt cool, der Rucksack. Den habe ich im Katalog gesehen. Guck mal. Guck mal hier, der ist so richtig so. Ne? Hier so ein. Der ist so richtig stabil, so richtig wasserdicht, glaube ich. Kannst ja alles reintun. Ist noch was drin? Sehe ich jetzt nicht mit Brille. Dann kannst du den so zumachen. Und dann kannst du den hier so schön sportlich umhängen. Alles klar. Hier, das ist unser Sommer-Beachpack von Motul. Könnt ihr gewinnen. Schreibt da einfach in die Kommentare unten rein. Ich will es. Ja, Hashtag ich will es. Ich schreibe auch unten in die in die Beschreibung rein, wie lange das läuft, bis wann ihr da mitmachen könnt. Und dann verlosen wir das wieder mal auf Instagram, geben wir den Gewinner Bescheid. Und ich schreibe es in den Kommentar dann rein, jeweils, wer gewonnen hat. Viel Glück, viel Spaß. Macht mir immer eine persönliche Freude, euch so Sachen zu verschenken, Sachen zu schenken, die ich geschenkt bekomme hier. In dem Sinne, bis später.